Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Let's Play WWE 2K14 im 30 Years of WrestleMania Modus. Wir sind mittlerweile bei WrestleMania 22 und bei dem Match Edge gegen Mick Foley, und zwar in einem Extreme Rules Match. Der Szenario-Hintergrund: Bei Monday Night Raw besiegte John Cena Edge und gewann die WWE Championship. Mick Foley war spezieller Gastringrichter beim Match und zählte beim Pin. Logischerweise, weil er Ringrichter war. Naja, egal. Edge, der fassungslos war, weil er den WWE Championship-Titel und seinen Platz im WrestleMania Main Event verloren hatte, konzentrierte seinen Zorn auf Foley. Er machte The Hardcore Legend für seinen Titelverlust verantwortlich und forderte ihn zu einem Kampf heraus. Foley lehnte Edges Herausforderung zu einem Wrestling-Match ab und forderte Edge stattdessen zu einem Extreme Rules-Match heraus. Edge hatte den dunkelsten Teil von Mick Foleys Psyche erweckt. Bei WrestleMania 22 würde Edge herausfinden, wie weit The Hardcore Legend wirklich gehen würde. Und dieses Match, das kann ich euch jetzt schon mal versprechen, wird geil. Und schon wieder gibt's keine fucking Promo. Warum das denn? Bringe einen leicht angeschlagenen Foley mit einem Irish Whip in die Seile. Jawohl, das werden wir wohl noch hinbekommen. Aber das nervt mich jetzt. Ich hätte jetzt schon gern eine Promo gesehen, ein Promo-Video, aber gut, kann man nicht ändern. This is an Extreme Rules Match scheduled for one fall. In this contest, there are no countouts, no disqualifications, and falls count anywhere. Introducing first, from Toronto, Ontario, Canada, weighing 250 pounds, the Rated R Superstar, Edge. The Rated R Superstar and his sinister six-pot, Lita. Edge is going extreme on WrestleMania. Making his way to the ring from Long Island, New York, Mick Foley. Edge blamed referee Mick Foley for losing the WWE Championship. The question remains is, can the father of four, Mick Foley, once again dig deep inside himself and find the evil son of a gun that left an ear in Germany, left burning flesh in Japan, left buckets of blood on five continents, and God knows how many years of his life at Hell in a Cell in Pittsburgh? Well, I don't know if Mick can find that dark place where the hardcore legend lives, but he certainly doesn't look too jolly tonight. Ja, wie JR gerade gesagt hat, Mick Foley hat tatsächlich mal ein Ohr verloren oder ein Stück vom Ohr oder irgendwie sowas. Ich habe das Match sogar gesehen, in dem das passiert ist. Das hat mir der Treckerfahrer-LP damals geschickt. Boah, ich habe ja sogar einen, den Baseballschläger direkt in der Hand, das wusste ich gar nicht. Da hat sich Mick Foley mit dem Ohr irgendwie zwischen den Ringseilen verfangen. Und das ging dann, naja, ziemlich schief. So, also wir müssen den Kollegen erstmal leicht anschlagen, beziehungsweise in den leicht angeschlagenen Zustand bringen. Leicht anschlagen hört sich irgendwie komisch an, beziehungsweise haben wir auch schon getan mit unserem geilen Baseballschläger. Wir haben sogar schwer angeschlagen, genauso wie uns Mick Foley jetzt eins mit seiner Keule gerade übergebraten hat. So, dann gucken wir mal, das sollte ja doch noch relativ flott gehen, in den leicht angeschlagenen Zustand. Obwohl, wenn er so weiter kontert und Mick Foley ist halt irgendwie doch noch ein harter Kerl, könnte das vielleicht doch ein bisschen länger dauern, aber wird schon schief gehen. Wir könnten uns ja rein theoretisch auch wieder den Baseballschläger schnappen. Und da haben wir es ja auch schon. Bam. Noch einmal drauf und dann starten wir doch jetzt mal einen Irish Whip. Ja, und damit hat er jetzt, clever wie er ist, sowohl Lita als auch Edge erstmal ausgeschaltet. Und jetzt müssen wir den kritischen Zustand bei Mick Foley verursachen. Ah, du Sacksicht. Ich halt rein in den Ring. Da können wir vorerst nichts passieren, denn jetzt können wir die Leiter uns schnappen. Und Mick Foley eine überbraten. Und zack. Und nochmal drauf.
Kann man mit dem Ding eigentlich in die Seile rennen? Nee. Ah, huch. Das wollte ich gar nicht. Ach, scheiß drauf. Scheiß drauf, machen wir es ohne Leiter. Brauchen wir sowieso nicht. Und gehen wir wieder auf die obersten Ringseile. Bam. Oh, wir können sogar können Pin machen nach diesem Move. Aber hätte uns natürlich einen Scheißdreck gebracht. Vor allem, weißt du, Match, das, gut, das Match wäre noch nicht drum gewesen. Aber können wir hier? Sehr schön. Spear! Gegen Mick Foley. Cool. Okay, so cool war der Spear gar nicht. Aber egal. Warum zur Hölle ist der nach meinem Signature und Finisher immer noch nur leicht angeschlagen und nicht wenigstens mal mindestens auf moderat? Oder wie das heißt da? Ja, weiß gar nicht, wie das heißt. Doch, moderat. Heißt es doch. Leicht, moderat und kritisch. Ja, genau, moderat. So. Gut, dann müssen wir uns wohl oder übel eine... Okay, oder auch nicht, weil er direkt wieder rauskommt. So, Suplex auf die Leiter. Oh, aber mit dem Schädel, Alter. Das ist auch böse. Ja, wie geht denn der Scheiß hier? Mist. Muss ich dann A drücken, oder was, wenn ich ausgewählt habe? Gar kein Plan. Aber das sah jetzt echt übel aus. Einen Suplex mit dem Schädel auf die Leiter, auch wenn das wohl vom Spiel nicht berechnet wurde. So wie es aussieht. Weil Mick Foley direkt wieder aufgestanden ist. Aber egal. Ja, jetzt holt der Sackgesicht mir hier die Waffe ab. Nein! Ah, schlecht. No, oh, fuck. Hm. So, jetzt haben wir natürlich ordentlich eine eingesteckt da. DDT mit dem Schädel auf den Stuhl, das ist schlecht. Bam, so. Und da haben wir ihn auf kritisch. Sehr gut, jetzt müssen wir noch in den Ring reinschaffen, den Kollegen. Und dann sollten wir das eigentlich geschafft haben, das Bonusziel. Okay, und jetzt sollen wir ein Spear ausführen, das sollte ich eigentlich auch hinbekommen. Auch wenn wir gerade erst einen ausgeführt haben. Aber macht ja nichts. Oh, schlecht, schlecht, schlecht. Huh? Was war denn da los? Oh, wir haben ja schon wieder den Signature. Sehr schön. Was war denn da los? Wieso hat er mich nicht angegriffen? So, dann machen wir jetzt nochmal den Signature hier. Und danach den Spear. Ach so, Mist. Das war dumm. Das war dumm. Für den Spear müssen wir in die Ecke. Beziehungsweise wir könnten eigentlich auch auf ihn zurennen. Aber nee, wir machen wieder Finisher-Ecke. Das ist einfacher. So, und zack. Dann stehen wir auf, mein Freund. Und da ist Spear Nummer 2. Oder auch nicht. Fuck this shit. Du scheiß Arschgesicht. Na toll. Und natürlich kommt er jetzt direkt mit seinem behinderten scheiß Finisher. Muss der mir hier denn tatsächlich den Finisher kontern? Du Arschgesicht, ey. Oh. Kommt direkt da mit einem DDT angerannt. Nicht den Tisch holen, du Assi. Ich glaube, der... naja, egal. Ich glaube, der gehörte dahin. Aber gut. Wahrscheinlich wegen dem Spear. Wahrscheinlich hat das Spiel nicht damit gerechnet, dass ich... dass der den Spear kontert. Aber Lita... Ah ja, okay. Der Tisch wird nämlich später benötigt und Lita wird ihn jetzt wahrscheinlich wieder aufstellen. Gehe ich mal von aus. Denn was wäre denn ein schönes Hardcore-Match ohne Tisch? Gut, wir sind zwar nicht die Dudley Boys, aber trotzdem. Get the tables! So, und der dritte fucking DDT. Und jetzt bitte nicht wieder kontern, mein Freund. Das ist doch der Wahnsinn. Wie oft will denn der Sack jetzt noch den Finisher hier kontern? Alter. Verarsch mich mal nicht da. Das nächste Mal mache ich ihn nicht hier, wie heißt es? Ah, fuck. Jetzt kommt hier der scheiß Double Arm DDT. Und ich glaube, wir haben uns dabei eine Platzwunde zugezogen. Du Arschgesicht. Jetzt bin ich doch tatsächlich nochmal aus dem Finisher da rausgekommen. Da hast du davon. So. Bitch. Come back. Komm her. Steh auf. So. Jetzt hole ich mir doch wieder meinen Finisher.
Oder nach dem Comeback, jawohl. Da ist er. Signature haben wir schon mal. Und der vierte DDT. Und jetzt hat auch er eine Platzwunde, glaube ich. So, diesmal nichts mit finnischer Ecke. Kannst mich mal. Bam, jetzt haben wir ihn aber. Endlich. Ja, was für eine Aktion. So, und jetzt pinnen wir noch direkt mal und mal gucken, ob das dann auch schon reicht. Jawohl. Aber definitiv ein richtig geiles Match war's. Mick Foley gegen Edge. Ah, und hiermit hätte man normalerweise den ECW Heavyweight Champion freigeschaltet. Alles klar, meine Damen und Herren, das war's dann erstmal wieder mit Let's Play WWE 2K14 im 30 Years of WrestleMania Modus. Ist mir auch nicht mehr eingefallen, Alter. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder mit Undertaker vs. Batista. Bis dann, bleibt dran und tschüss.